Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Wir schauen uns heute die aktuelle Folge Stream Clips Germany an. Ein bisschen Salz heißt die und es ist die Folge 266. Ich bin ja mal sehr salzig gespannt. Link zum Originalvideo wie immer in der Videobeschreibung und wir starten direkt rein. Let's go. Alle werden ordentlich gebrieft, bevor es losgeht. In jeder Community. Ja, da sind vielleicht ein, zwei Videos dabei, die euch nicht so gefallen, aber ihr macht Party. Habt ihr gehört? Ihr macht Party. Okay, wir machen Party. Wenn Stream Clips Germany an ist, dann macht ihr gefälligst Party, ja? Das ist wichtig. Das ist ein Kulturerbe. Das ist. Also, wenn ihr in die Geschichte eingehen wollt, dann guckt ihr gefälligst Stream Clips Germany. Ich denke, wir machen Party. Hallo, mein Clippy. Name ist Clippy. Im Livestream auf Twitch schauen wir uns gemeinsam mit einem Gast eingesendete Clips an. Mhm. Schau auch vorbei, immer sonntags 21 Uhr. Nee, da schlafe ich oder... Keine Ahnung. So, das heißt, ich brauche aber genug Holz, um den Baum so hoch zu bauen. Ja. Mhm. Ja, da fliegen Pfeile. Von da unten. Ja, was willst du da noch machen, ne? Wenn du da oben stehst, als Zielscheibe. Hast du mich gerade getötet? Ich habe das gemacht, was ich immer wollte. Was passiert, wenn du stirbst in Minecraft? Oh, ich lande in unserem Bett. Genau. Uff. Hey, that's a Bellsprout. The Grass Pokémon. Do you want? Was? Ein Knofenser? Nein, Mann. That's good because Grass Pokémon are Trash Pokémon. Die wieder. Nutella. Oh Mann. Nutella. Okay. Das ist ja schön. Wieso kuscheln kommen? Habe ich das richtig verstanden? Oder willst du... Schwanz ins Gesicht. Irgendwas anderes machen. Each improvement. Und Darkest Dungeon 2. Sicher auch ganz spaßig. Ich stehe hier vorne und ihr nehmt Anlauf und rennt jetzt einfach runter in den Abgrund. Okay. Das ist der Moment der Wahrheit. Seid ihr mit bereit? Sprung und Shift? Nee, scheiß auf Sprung. Sonst entstehen zu viele Kräfte, die uns dann... Mit Shift? Mit Salto. Ich würde einfach geradeaus laufen, würde ich. Okay. Und okay. Eins, zwei, drei, fallen lassen. Okay. Okay. Wow. Warte, oh mein Gott. Hey, das war gar nicht so schlimm. Boah. Katzen-Content, bester Content, genau. Wird eine Special-Folge machen, nur mit Katzen. Oder nur mit feine Katze, das ist ja auch Katzen-Content. So. Ich würde jetzt ganz schnell, das geht wirklich richtig. Diese ganzen kleinen Teile und dann fehlen dann hinterher die Hälfte. Marunana! Nicht bei mir. Das kriegen's drüben bei Funk Royals Kifferbude. Dort kriegen's das. Poopkiller 6. Funk. Was ist das denn? Poopkiller 6. Royals Kifferbude? Ja, da ist in Ordnung. Ja? Oder hier da. Eriks Kifferstübchen. Dort kriegen's das. Dieses ganz illegale Züchterzeug. Dort kriegen, aber bei uns kriegen's das nicht. Na? Bei uns dieses Kifferlings, das kriegen's bei uns nicht. Das ist ja gut. Oh, da ist feine Katze. Katzen-Content. Das ist echt seltsam. Okay, dann nicht. Das ist auch seltsam. Das findet doch niemand raus, dass ich das bin. Voll easy, jetzt können wir damit doch einfach weiter. Sie haben es rausgefunden. Ich war so gut getarnt. Ja, sehr gut getarnt. Aber wenn es sich bewegt, ist schon seltsam. Nee, sitz.
Ey, der verwandelt sich. Ich zünd den jetzt schon an. Sorry, Beach. Vorsichtshalber. Ist genau das Richtige. Den hätte man noch heilen können. Nein, nein, nein. Da war jede Hilfe zu spät jetzt auch. Gronkh, ernst gemeinte Frage. Wie schaffst du es, kaum Falten zu haben? Jägermeister Fanta, mein Tipp wäre Sonnencreme. Also, ja, Sonnencreme. Sonnenschutzfaktor 50 jeden Tag. Mhm. Ich persönlich mache das nicht. Ich gehe einfach nicht raus. Ich sehe nie die Sonne und deswegen altert meine Haut nicht. Ah, okay. Guter Tipp. Das ist mein ganzes Geheimnis. So ein Dingsi-Bumsi. Ich muss so ein Dingsi-Bumsi an die Wand anbringen. Du weißt jetzt gar nicht gut, so ein Regal, wo ich dann meine kleinen so Dingsi-Bumsis in die Wand bumsen kann. Also die Ding... Oh Gott, ey. Scheiße. Mann! Die, wo ich dann meine... Ich bumse ja auch gern Dinge in die Wand, aber... Nun. Meine Kaffeesüßungsmittel-Scheiße, Dreck, Kacke da und so. Oder also mein... Oh. Okay, Wu, komm mal mit runter. Drauf auf den Rüssel! Oh. Ja, geil, jetzt bin ich richtig klebrig. Brother, Hey, nein, 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 da ist nichts hier dran! Nein, da ist nichts hier... Nein! It's me, oh, Mario. Sie haben eine Bolognese und eine Pizza bestellt. Dim. Ja, warum bleibt das endlich an? Hallo? Ich wollte Pause machen. Jetzt wisst ihr, warum ich kein VTuber bin. Ich habe mich verfahren. Sie haben mir eine falsche Adresse geliefert. Das gibt kein Trinkgeld. Das ist okay, das ist okay. Keine Kopeke Trinkgeld. Aus welchem Film war das? Okay. Zeigen Sie mir Ihr Popoloch. Einfach er voll sauer ist. Warte, ich speichere kurz. Ah ja, ich sehe schon. Das Internet wieder. Da haben wir es wieder. Eigentlich sollte alles okay sein. Es ist alles grün. Naja. Wir hoffen, dass es sich wieder von selbst beruhigt. Bitte nicht. Ich speichere nochmal kurz. Ich glaube, das ist etwas, das wir gegen sie benutzen können. Wenn man laut ist. Hat sich, glaube ich, wieder gefangen. Gegen die Tür zugedrückt. Sie angelaufen, aber schafft es nicht rein. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich dann wegteleportiert, dass sie kurzzeitig verschwindet. Und das ist der perfekte Moment, um auf die Suche zu gehen, nach dem nächsten Hinweis. Okay, also, nochmal. Na, jetzt ist wieder schlecht. Ich weiß doch auch nicht, das Internet, ey, es ist zum Kotzen hier. Schlechter Wohnort. Ganz einfach. Man kann ja eigentlich gar nichts machen am Internet. Es ist halt scheiße. Egal, was du machst, es bleibt scheiße. Ich war... Ab und zu haben wir einen guten Tag. So wie letzte Woche. Da lief es richtig gut im Stream. Diese Woche ist wieder anscheinend scheiße. Einmal in einer Gruft. Der war ganz fürchterliche Luft. Mhm. Die Doni, die war auch bei mir. Weswegen ich mich nicht geniere, an dieser Türe hier zu rütteln. Es ist alles so gruselig, ich tue mich schütteln. Oh nein, die Tür, sie geht gerade auf. So nehmen die Dinge ihren Lauf. Oha, du solltest vielleicht überlegen, in den Bedrap zu gehen. Hinein nun gehen und aus meinem Po werden Angstfürze wehen. Okay. Krasi. Kann Baumwolle eigentlich rosten? Ach, den hatten wir doch schon. Den hatten wir schon vor Ewigkeiten mal. Das ist ein uralter Wutwitz schon. Theoretisch schon, ja. Das ist gut. Damit hast du aber noch nicht gerechnet. Theoretisch schon, ja. Wie was? Wie kommst du auf Baumwolle und Rosten? Ja, wenn Baumwolle nicht rosten würde, dann hätte ich mir in die Unterhose geschissen. Was? Nein! Tschüss! Nein! Warte, was? Computer? Bestell eine gigantische Stoffspinnenspinne.
Ja, aber der Gag ist halt uralt. Waren ja auch damals andere Leute, die den erzählt haben. Und mein Arbeitskollege damals hat den schon vor über 15 Jahren ständig erzählt. Da gab es noch gar kein Stream Clips Germany. Mhm. So alt ist der schon. Folgendes: gigantische Stiftstoffspülmaschine. Keine gigantische Stiftstoffspülmaschine. Computer, please, nein, stop. Hör auf. Ich will eine gigantische Stiftspülmaschine. Wait, stop. Ende. Jetzt vermutet er mich nicht im Schrank, das ist schon mal sehr gut. Oder kommt doch. Zurück. Ah, vermutet er dich nicht, oder? Zum Glück hat er dich nicht im Schrank vermutet. Ja. Ja. Wäre schlimm, wenn er das vermutet hätte. Huiuiui. Fällt mir sehr, das muss ich mir unbedingt merken. Ich fotografiere mir das ab. Wie so ein Boomer. Den Boomer macht er zu gut. Für ihn ist das Alltag. Ja, gut. Ich sag's dir, wie es ist. Ich finde es weniger weird, einen Mann als Frauenarzt zu haben. Obwohl das bei den meisten Frauen ja eigentlich genau andersrum ist. Hier gibt es keinen männlichen Frauenarzt, leider. Sonst hätte ich mir einen genommen. Das klingt so weird. Aber hier gibt es nur Frauenärzte. Weil es fühlt sich für mich natürlicher an, mein Genital einem Mann zu präsentieren. Das macht sie jedes Wochenende. Knusprig, die Würstchen knusprig machen. Dann oh, den Clip kenne ich schon von TikTok. Oh, sie hat hier eine Freundin zu Besuch. Ich glaube aus Japan. Und sie kochen, aber gut, wer Jenyan kennt, der weiß, was passiert. Salz, bisschen Salz. Bisschen Salz. Bisschen Salz und Jenyan. Achtung. Ja, Tobi, aber dafür machen die das 24 Stunden am Tag. Die hören damit nicht auf. Okay, Salz. Kann man das bei all dem Salz hinterher noch... Ja, Jenyan kann das schon noch essen. Alle anderen nicht mehr. Ich würde mich gerne hier... Ich brauche jemanden, der mir unter den Rock bläst. Ist jetzt keiner da im Chat, der das könnte, ne? Also unters Kleid. Ich brauche jemanden, der unter meinem Rock arbeitet. Es ist explodiert. Warte mal. Es war 10 Sekunden. Es gibt Dinge, die sollte man nicht in die Mikrowelle packen. Das war anscheinend eins davon. Achso, wir haben gerade die Tür zugemacht. Ihr wart dabei. Oder Vivian hat ein sehr schlechtes Zeitgefühl. Sie hat vielleicht gedacht, es waren nur ein paar Sekunden, dabei ist schon eine Stunde drin. Einfach die komplette Rolle hier abgebrochen. Wow. Günstiger Stuhl, würde ich sagen. Ah. Uhu, Patafix. Ich sitze ja immer auf meinen Beinen. Immer auf mindestens einem. Weil, wenn ich einfach auf dem Stuhl sitzen würde, wie ich auf dem Stuhl sitzen sollte von meiner Größe, ja, würde das tatsächlich so aussehen. Und ich finde, so sieht es ein bisschen traurig aus. Ja nun,
Warum sieht es bei mir eigentlich nicht so aus? Ich bin auch klein. Das ist merkwürdig. Ich habe anscheinend den richtigen Stuhl gekauft. Das ist bestimmt ein Kinderstuhl. Milchbau mal ohne Make-up? Oh. Ich müsste dich auch mal ein bisschen sauber rubbeln, hä? Huh? Oh ja. Yeah. Ich habe schon einiges gerubbelt in meinem Leben, das kann ich euch aber sagen. Mhm. Das ist einfach so. Zum Glück passiert mir sowas irgendwie nie. Ich werde gerade von hinten attackiert von einem Wolf! Ja, das sieht etwas aus wie ein Halteverbotsschild. Nee, das sieht aus wie Sennheiser. Du meinst ein Parkverbotsschild? Für mich sieht das aus wie Sennheiser. Hast du deinen Führerschein auf eBay gemacht? Im Zweifelsfall gewinnst du damit jedes Tischtennis. Jetzt werf dir doch mal einen Ball zu. Okay, das geht auch. Wie kann man so dumm sein und nimmt den Stick, wo seine aktuellste Version seiner Bachelorarbeit drauf ist, macht da sein OBS Portable und nimmt den auf eine Messe mit. Es ist schon wirklich dumm. Dann habe ich mir heute oder gestern mal das Backup angeguckt und habe gemerkt, das ist nicht das richtige Backup. Das ist ein bisschen veraltetes Backup. Die aktuellste Version ist auf diesem Scheißstick und ich hatte so einen Herzinfarkt. Ne? Ich war so traurig und wütend. War so, oh mein Gott, bitte sagt mir, dass das jemand gefunden hat. Hab sofort in den Creator Launch Discord geschrieben von der Dokumi. Hab den jemand gefunden hat und Gott sei Dank hat ihn Hannah gefunden. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, ich meine es so, wie ich es sag. Ich bin total verwirrt, ich werd verrückt, wenn's heute passiert. Ja, war okay. Asche war okay. Kannst anscheinend auch mehr als nur Toilettensitze imitieren. Für Vitamin D gibt es Weichgummis, für Vitamin D gibt es auch so geile Tabletten. Aber die kosten voll viel. Das heißt, es ist an sich billiger, in die Sonne zu gehen. Aber das Problem ist mit der Sonne, die ist halt immer, also immer wenn ich rausgehe, ist die Sonne nicht da. Und wenn ich reingehe, dann ist die Sonne da. Wisst ihr, was ich meine? Die mag mich nicht. Vitamin D, D. Nein, Chat. Euer Ben, es ist keine Quelle für Vitamin D. Hä? Hab ich verkackt wieder? Ja. Kira, go! Oh. Guter Save Point. Kira, go! Achso, ich oh mein Gott! Oh, ich bin wirklich die ganze Zeit nach vorne gerannt. Oh mein Gott, sorry! Wollen wir auch mal reinladen, okay. Oder? Du kommst hier nicht rein. Glaube, das hat... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, ist das... 10, ja. Ist das noch das ganz alte Mario Party? Boah, was haben wir da damals geliebt? Ja. Nein! Was soll die Scheiße? Ich will raus, komm, mach aus jetzt hier. Das reicht. Weg damit, ja, weg damit. Sind, Scheiß drauf, scheiß Spiel. Das gibt's nicht, ey, was denn? Ja, die Todeswand. Mr. Elden Ring können wir auch mal spielen, ne? Im Stream. Irgendwann. Wenn ich mal sterben will.
12? Ich weiß nicht. Oh! Ah! Ah, da ist ein Ghoul! Ah, ich hab ein Leben! Was ist das denn? Ich hab ein Leben! Ich hab die Ghouls freigelassen! Nein! Ah! Hilfe! Hilfe! Mach was! Ah! Wow. Er hat was gemacht. Er hat was. Also hast du 12 und dreht 21. Ist doch fast dasselbe wie 12, oder? Du hast mich erschossen! Nicht das! Du hast alles machen dürfen, außer mir in die Fresse zu schießen. Der Plan. Ich hab mal fix die letzte Taschenlampe genommen, in der Hoffnung, keiner kriegt mit, dass ich meine schon wieder verloren habe. Hast du deine Taschenlampe, dass du deine Tasche wieder verloren hast? Achso, warte mal, ihr hört mich ja. Scheiße. Ungünstig. Weil das ja die Tür zumacht. Das war's eigentlich schon hier. Steh, ich will für dich drauf trampeln. Das geht bei dir gar nicht. Okay. Wo bist du? Unter dir. Rache. Stimmt. Ich sitz im Wohnmobil, was ich 8 Stunden lang gebaut habe. Die Shotguns funktionieren krass. Ich fühl mich weg und voll erhaben. Was steht? Was ist das für ein Spiel? Da kann man so einen krassen Scheiß basteln. Okay. Steht der Typ vor mir. Hey, das ist hier ganz mein Revier. Was ist das? Rest ever. Resteverwertung, nicht rest ever. Wer? Rest ever Wertung? Was ist denn die Rest ever Wertung? Resteverwertung. Und sie machen steht umwelt Datenkrake. Oh, geht da nicht. Dann nicht. Oh! Oh, sein Knöchel! Ging guck noch. Doch mal! Da! Ah. Guck mal, für einen kurzen Moment steht er nur auf seinem Knöchel. Wow. Ich würde tatsächlich mein Geld auf Jen setzen. Ja! 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 Okay, von der Reaktion her würde ich jetzt mein Geld doch wieder auf Asta setzen, weil sie wirkt eher überrascht. Und manchmal bringt die schon allein das Wort Pimmel mal. Du, ich musste kichern, weil ich hatte, bevor ich deinen Satz gelesen hatte, ging meine Augen von dem Bildschirm rüber. So. Und ich habe schon Pimmelmann gelesen. Und ich fange an zu lesen, ich kicher. Und dann schreibst du. Und manchmal bringt dich schon das Wort Pimmelmann zum Kichern. Ha. So ist er, der Max. So ist er. Entschuldigung. Okay, bei 3. 1, 2, 3. Okay, war ein bisschen scary, aber alles ja, gut. Ja, aber lieber zu kurz als zu lang. Mhm, okay. Gibt's einen Elternsprechtag? Nur halt auf der. Genau. Was? Ich denke, das ist ein Spiel. Was wollen die alles haben? Meine Güte. Anderen Art und Weise. Und dann musst du dich nicht nur mit dem Lehrer, sondern auch mit den Eltern teilweise auseinanderschlagen. Auseinanderschlagen? Setzen. Miteinander schlagen, nee. Ja. Auseinander? Auseinandernehmen? Ja, nimm sie auseinander. Auseinanderheben? Mhm. Chat, helft mir mal. Setzen. Auseinander. Setzen! Ah! Setzen, ja! Setzen 6.
Aber der Toro spielt das. Meinst du, der hat seine Daten da so angegeben? Ja, sag ich doch. Auseinandersetzen. Habe ich doch gesagt, Chat. Habe ich doch gesagt. Links Moos, rechts Schimmel. Mhm. Hier, wieder, voller Stein, mit Moos. Und das ist Schimmel. Ist auch an der Steinwand, aber das ist Schimmel. Links Moos, rechts Schimmel. Mhm. Das ist auch Moos. Mhm. Und das ist Schimmel. Okay. Und das ist Moos. Und das ist Schimmel. Ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Das ist gemein. Das ist gemein. Vielleicht wollen sie das ja jetzt nicht mehr. Weil es so viel Theater deswegen gab. Ja. Okay, aber jetzt pass auf. Ab jetzt würde ich vorschlagen, wir haben jetzt sehr viel gedeep-talked. Wir machen jetzt mal wirklich Concentration across the nation. Okay. Concentration across the nation, genau. Warte, ich warte noch eins. Nein! Scheiße! Hat ja gut funktioniert. Es tut mir leid! Oh oh. Ist das so eine Kopie von diesem amerikanischen Restaurant, wo sie alle sehr unfreundlich zu dir sind? Wissen Sie sich, Herz. Aber mit einem Herz. Das ist doch nett. Aber was müssen wir denn finden? Körperteile. Komm mal vorbei. Okay, und reverse müssen wir dann. Okay. Oh, oh, oh shit! Vorsicht! Oh Gott! Ja, pass auf die Maske da! Ein professioneller Autofahrer. Weiß ja nicht, wie er vielleicht vorher benommen hat. Ich denke eher, es gibt ja dieses amerikanische Restaurant, wo du grundsätzlich beleidigt wirst und alles. Das ist deren System, das ist das, weswegen du da hingehst. Du wirst da beleidigt und beschimpft und auch wegen alles, was du sagst. Und du wirst da halt von allen nur fertig gemacht. Ich weiß nicht, warum Menschen da hingehen und warum die das so toll finden, aber es ist halt, ich glaube, das könnte so eine Kopie von diesem Restaurant sein. Ich habe da auch irgendwann mal ein Video zu dem Restaurant gesehen. Das ist aber halt so geplant, das ist deren System, deren Business. Und die Leute gehen auch deswegen dahin, weil sie dort so beleidigt werden. Vielleicht stehen die Leute drauf, ich weiß doch auch nicht. Putzi! Nein! Das hast du verdient. Und was kommt jetzt? Sterbe ich jetzt? Wo kramt der Dito immer solche Spiele aus? Also das ist ja... Was kam als erstes, das Huhn oder das Ei? Ich bin gekommen. Üben Sie eine Weile, nicht tödliche Granaten zu werfen. Sie können Ihre Treffsicherheit prüfen, indem Sie sie durch die Fenster des Gebäudes... Sie orientieren Leute mit einem sehr lauten Knall und einem gleißenden Blitz. Sehen Sie nicht in die Detonation, oder Sie werden auch geblendet. Ach so. Ja, man sollte zu Ende hören. Komm schon. Und, was ist hier drin? Hypothesis. Garbage. Wisst ihr was? Das hat meine Lehrerin auch damals im Matheunterricht gesagt, als sie meine Klassenarbeit entgegengenommen hat. Hypothese. Schrott. Ich benutze Rasierschaum, um meine Haarbürste sauber zu machen, weil ich mal gelesen habe, dass das total gut funktioniert.
Wenn du so Seifenreste und Schuppenreste unten in der Haarbürste drin hast, dann kannst du Rasierschaum nehmen, deine Haarbürste damit einsprühen, lässt das kurz einwirken für so 20 Minuten, spülst das kräftig aus, deine Haarbürste war noch nie so sauber. Mhm. Ich habe nicht wirklich zugehört und ich glaube, das ist auch besser so. Ja, brauche ich dafür nochmal. Was ist definitiv das? Ah, Coral Island. Können wir auch irgendwann mal spielen. Keine Zäune. Mann, ich hasse das. Alles gut, wir kriegen das hin. Kriegen das hin, wir haben genug Zeit. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Das ist ja gemein. Schade. Oder es geht auch noch sehr tief runter. Ganz kurz hier in der großen Kamera uns angucken. Das sieht ja mal krass übelst aus. Es sieht ja mal. Warte mal. Oh, guckt euch mal diesen Flex an. Was ist denn da los? Ich könnte mit Bierbauch flexen. Mal kurz das Flachwitzniveau anzupassen. Warum kann man mit einem Ei. Warum kann man mit meinen Eiern die Qualität von Honigwein testen? Ich habe Analysemethoden. Hä? Analysemethoden! Alter! Oh! Was? Was? Das Bild sieht so schwarz-weiß aus, bis auf die Farbe. Ja, wow. Ist aber auch schon ein. Ist der Clip so alt oder. Oder. Reagiert Res sehr spät manchmal auf Sachen? Ich weiß es selber, du warst es mir nicht sagen. Clippy, verpiss dich. Geh weg. Ha. So, wie mache ich das hier smart? So hier hinstellen? So. Und sterben. Sterben. Mhm. Ich überlege noch, ob wir mal wieder Horrorspiele spielen sollten. Okay, wen haben wir denn da? Hi. Der kann doch safe hier runterfallen, wenn wir es gut machen. Oh, schade. Ja, hinterher. Nein, ja. Nicht mit mir. Sehr lustig. Oh, nein, das ist kein Double Kill. Das ist kein Double. Es war ein schöner Tag. Wir hoffen, mir stimmt zu. Denn wenn man Freunde hat, vergeht die Zeit im Nu. Mach's gut, bis bald, auf Wiedersehen. Denn es wird Zeit zu gehen. Gelände. Ja, das waren die Stream Clips Germany Folge 266. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut auch im Stream vorbei auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Schaut auf dem Discord vorbei, Link in der Videobeschreibung. Schaut das Originalvideo, Link in der Videobeschreibung. Schaut auf Instagram, Link in der Videobeschreibung. Schaut auf TikTok, Link in der Videobeschreibung. Schaut einfach in die Videobeschreibung, da habt ihr alles, was ihr wissen wollt. So, tschüssi.